Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Ja, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Wir haben die Welt erobert, ne? Ja. Muss ich gerade gucken, ob der Ton überhaupt geht hier. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben unsere Leute. Das ist sauber. Wir haben ordentlich Kohlen eingezahlt. Wir haben Sachen bekommen. Ja, ich erinnere mich. Wenn wir die Schlacht gewonnen haben. Dann haben wir auch mal nochmal zwei Leute, die sich verbessern wollten. Wie sieht's denn hier aus? Okay, wir haben hier wieder Zeug. Wir haben sehr viel Zeug. Wir haben sehr viel Essen, wie ich sehe. Ja, sehr viel Essen und einiges an Hartholz dabei. Nein, ich schmiede jetzt gerade mal nicht. Auch wenn das eigentlich sehr sinnvoll wäre. Ah ja, stimmt, wir hatten... Puh. Das war jetzt gerade Glück im Unglück. Okay, das könnte hier gleich zum... Das könnte zum Kampf kommen. Es könnte. Wir ziehen alle weg. Das ist weird. Okay, wir könnten einen imperialen Rekrut auf unsere Seite ziehen. So schlecht wäre es jetzt auch nicht. Mal kurz in Resos. Die gerade Bock auf uns haben. Die haben genügend Reiter, glaube ich, ne? Just looking. 15 Reiter. Ja. Gönnen wir uns jetzt mal. Da hinten ist eine Armee. Das Problem ist, ich kann... Oh, bitter Defeat. Aua. Also wir sind hier nicht sehr wirklich effektiv. Da kommt Taros Armee. Wir könnten sie kriegen. Das Problem ist, wenn ich angreife, hilft das nicht viel. Oh, das könnte nochmal interessant werden. Oh ja, das könnte interessant werden. Die könnten sich noch gegenseitig in die Haare... Oha, die haben sich aufgelöst. Das könnte noch interessanter werden. Aber nein. Weil die ersten rücken ab. Und es kommt zum Kampf und wir rücken direkt dazu. Wir könnten gewinnen. Drückt uns die Daumen. Wenn ich verliere, wieder. Okay. Riders! Stay close, men! Move out! Move! Move! Kriegen wir hin. Wir haben viele Reiter. Die reiten da nach oben. Oh ja, da kommen sie. Soldiers! Get moving! Move! Sparrows! Wow. Erstmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, zurück, 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 zurück. Guckt euch die Leute an, guckt euch die Leute an. Okay, ihr seid meine Bogenschützen. Schildwall hoch. Und wir versuchen jetzt hier von der Seite aus anzugreifen. Aber nicht mit dem, sondern mit unserer großen Lanze. Danke. Okay. Und zurück, und zurück, und zurück. Bogenschützen. Stellt euch hier hin. Okay, give them hell. Wobei, die könnten kleine Abhilfe sein. Okay. Immer feste drauf. Auf die Reiterei. Okay, schießt so viel ihr könnt. Infanterie hierhin.
und in die Richtung gucken. Wir brauchen meine Infanterie an der Seite. Oh Gott. Leute, hilft unseren Infanteristen. Ja, ist zu viel los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich weg. Starke Einheiten, würde ich sagen. Aua. Okay, aber wir kriegen die eigentlich relativ gut klein. Macht ein Viereck. So, haut drauf. Ich glaube, das hat ein bisschen geholfen, dass die von der Seite kamen. Oh, das tut gut. Oh, den hat's weggehauen. Den hat's weggehauen. Nein, der hat euch nicht getroffen. Und ein paar Leute verloren auf jeden Fall. Und ein Schild wäre gar nicht, also, ne, wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir das so machen würden. Holt sich alle. Linie reicht schon. Ist hier irgendwo noch ein Reiter? Nee, ne? Ah ja, da kommen sie auf uns zu. Die einen oder die anderen. Ah. So. Kommt mit. Wir tun ihnen weh. Ah. Alle töten. Die fliehen. Jawohl. Ach, wir haben es geschafft. Wie sieht's denn aus? Wir haben 16 Leute, Mann. Wir haben 8 verloren. 2 Wiegler-Rekruten. Oh, wir haben... Wir haben halt Reiter verloren. Das ist so das Problem gerade. Aber wir haben gut gekämpft. Gefangener. Ja, wir haben noch einen Wiegler-Rekrut bekommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben unfassbare Level-Ups bekommen gerade. Das ist ja krass. Also damit können wir uns jetzt zeigen. Nehmen wir noch einen Reiter. Genau. Elite-Katafakt. Wir nehmen so viele wie wir mit, wie wir können. Ja, ja. Gruppen ist okay. Passt. Okay. Versuchen wir schnell hier hinzureiten. In die Nähe zumindest. Was haben wir denn bekommen? Führung haben wir bekommen. Wenn wir angreifen. Was ist das? Gefangene. Nee, nehmen wir das da. Ich wollte noch die Rüstungen auf den Boden werfen. Ich will nochmal gucken. Okay. Und da habe ich mir gerade gedacht, ich werfe mal alles auf den Boden, ha? Huh? Jetzt kann ich alles auf den Boden werfen. So. Wie sieht es mit den Truppen jetzt noch einmal aus? Und hier haben wir noch einen. Wir haben 17, 18 Reiter jetzt. Wir haben ein paar Nahkämpfer. Ich glaube, ich würde noch ein paar Reiter wählen.
Reiter waren gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Also 6 können wir uns noch gönnen. Und wir können handeln. Hier gibt es immer was. So. Haben wir Rüstungen? Nee, Rüstungen von Tieren haben wir nicht. Schafe, Schweine, Kuh. Kohle, bla bla bla. Passt. Standorte der Pflicht. Und dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen Stuff bekommen. Wie gesagt, ich kaufe jetzt gerade mal nichts ein. Okay, ja, dann holen wir Pferde. Also unsere Reiter. Ja, einer zu viel, passt. Gut, nun. Wir brauchen eigentlich Erfahrung gerade. Ich meine, wir haben viele, wir haben schon die ersten Vierens, die auch schon richtig wehtun können in den ersten Kämpfen. Oh, die haben höhere War Extortion als wir. Was bedeutet, dass wir schon mal sehr gut unterwegs sind. Und da gibt es auch schon Krieg. Irgendwas, was wir handeln können. Helm. Ja, eigentlich nicht so. Irgendwas anderes. Fire Siphon. Eine Armbrust. Also zumindest wird das als Armbrust deklariert. Okay, cool. Wir haben ein paar Schwerter. Na gut. Belassen wir es jetzt erstmal dabei. Wie sieht es denn mit dem Geld aus? Boah, 4 Millionen. Ist gar nicht mal so schlecht. Mhm. Oh, ich habe auch so gesehen. Nee. Oha. Oh Gott. Das war richtig nah und knapp. Oh Gott. Okay, wir konnten weit genug abhauen. Jetzt ist die Frage, wohin ziehen die? Ich gehe... Okay, die ziehen nach rechts. Bedeutet, wir ziehen nach... Die Schlacht können wir nicht gewinnen. Egal, was wir machen. Gut. Ich hole mal Rüstungen, damit wir unsere Leute aufbessern, weil das ist ja... Das ist ja lebensgefährlich, was wir hier gemacht haben gerade. Bisschen Kohle ausgeben, passt schon. Ja, die haben wieder ordentlich viel Zeug hier, ne? Okay. Wenn ich alles hinwerfe, reicht das? Ja, guck mal. Zack. Passt. Gut, jetzt haben wir auch ganz, ganz viele Reiter, ne? Wir haben noch 6 Wiegler-Rekruten. Eieiei. Aber wir haben 2 Elite-Katafakte, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, unser Kollege da vorne hat jetzt auf die Nase bekommen. Ich meine, ich könnte in die Schlacht, aber... Taros rennt hier rum. Da war eine große Gruppe unterwegs. Ich weiß nicht, wohin die lang gegangen sind. Ah ja, ich weiß wo. Guten Tag. Die Schlacht gewinnst du nicht, lass es. Und selbst wenn ich mich anschließen würde, würden wir nicht gewinnen. Mhm. Also es gibt so Momente, wo es richtig dunkel wird, ne? Okay, die rennen Taros Armee hinterher. Ja, die wurden schon aufgehalten, dass Taros verliert die Schlacht. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Okay, gut, wir haben Frieden geschlossen. Bekommen wir Geld von denen? Ne, dem müssen wir geben. Nö, mit den anderen haben wir Frieden. Einfach nur Frieden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, was haben wir denn? Ach, wir haben ja noch.
Nehmen wir das noch. Dann auch noch die Atma. Schwubbeliwupp. Da werden wir zurück. Haben wir noch einen Platz frei? Ja, haben wir. Ich habe noch einen Kollegen rumrennen. Übrigens, wir können mehr Companions mitnehmen. Ich hatte eine Mod gehabt, wo wir mehr Companions mitnehmen konnten, aber dann sei dem so. Vielleicht kommt das noch. Aber dann haben wir noch einen Trupp. Taros gewährt Gersikos und okay. Gut, dann. Wir sind ja nur ein kleiner Kämpfer unter der Sonne unseres großen Königs. Königst. Ich nehme mal was zum Schmieden mit. Wir werden irgendwann mal wieder schmieden müssen. Zwar jetzt noch nicht, aber ihr kennt das Problem ja. So. Braumeisterverhältnis ist besser geworden. Was haben wir denn hier? Saumpferde. Das sind Packpferde. Maultiere. Arbeitspferde. Altsturgier. Ich nehme mal ein paar mit, ne? Einfach nur, damit wir irgendwann auch... Wir haben Herde ohne Ende wahrscheinlich schon, oder? Wir sind überlastet. Aber Herde? Viehtrieb heißt das hier. 023, okay. Masadan wird belagert. Auch interessant. Haben die denn Holz? Dankeschön. Also wir sind eine wandernde Schmiede gerade. Das kann ich gerade sagen. Wir könnten halt unheimlich reich werden, einfach nur damit. Einfach nur schmieden. So reich werden, dass wir den anderen einfach die Burgen abkaufen. So. So könnte man herrschen. Hier laufen ein paar Wandelbanditen rum. Könnten auch mal. Ich weiß, wir haben die Mission eigentlich. Ach stimmt, dann bekommen wir ja noch Nogand und so. Also Nogand, so der Bruder noch dazu und die Kinder. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Einfach nur um das zu bekommen. Dann machen wir das mal kurz. Ja. Bla bla bla. Angreifen. Ja, komm. Übrigens, ihr könnt alle auf die Bögen umwechseln. Das macht auch viel mehr Sinn. Ich meine, ihr seid Fiends so, ja. Alter, ihr seid die krassesten Dudes, die es so gibt. Okay. Piu, 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 Batz, den hat's erwischt. Lass es schmecken, Kumpel. Oh, diese Kleve ist schon... Hat schon was. Ich meine, klar. Ich überlege, ob wir tatsächlich ein Zweihandschwert dann brauchen. Oder ob wir nicht einfach uns noch so einen Stab machen mit ein bisschen schnellerer und Einhand. Au. Das waren die Klöten, würde ich sagen. Ne, so, dass wir dann zwei Stäbe haben. Einen fürs Pferd, einen für den Nahkampf oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir das auch sehr sexy vorstellen. Weil bis wir uns hier verbessert haben, das ewig dauern. Und mit dem hauen wir vom Pferd her 1A drauf. Könnte mir noch ein bisschen kürzeren, schnelleren vorstellen. Boah, ekliger Treffer. Ich meine, ich will... Einmal nicht mit dem Bogen rumhantieren. Ah, daneben.